Ja, ich darf Sie zur 41. Sitzung des Ausschusses Digitale Agenda gemeinsam mit dem Finanzausschuss willkommen heißen unter dem Thema öffentliche Anhörung zum Thema Libra. Ich begrüße die Ausschussmitglieder des Ausschusses Digitale Agenda und ganz herzlich auch die Mitglieder des Finanzausschusses und die Vorsitzende Frau Stark-Watzinger. Ganz herzliches Willkommen. Schön, dass wir gemeinsam diese Sitzung heute abhalten können. Und ich darf zunächst mal formal in die Runde fragen, ob Sie einverstanden sind, dass wir diese Sitzung gemeinsam durchführen. Das ist der Fall. Es gibt keinen Widerspruch. Ich darf ganz herzlich auch unsere Gäste begrüßen, Herrn Bertrand Perez von der Libra Association und darf begrüßen Herrn Thomas Barrell von Calibra. Herzlich willkommen. Schön, dass Sie heute da sind und Rede und Antwort stehen. Einführend darf ich zum Ablauf der Sitzung darauf hinweisen, dass die Sachverständigen zu Beginn jeweils ein 5-minütiges Eingangsstatement halten werden, dass dann jede Fraktion ein Zeitfenster von 5 Minuten erhält. In diesen 5 Minuten muss die Frage gestellt werden und muss auch die Antwort gegeben werden. Also knappe, kurze, prägnante Fragen führen dazu, dass die Antworten etwas ausführlicher sein könnten. Die Sachverständigen antworten dann unmittelbar innerhalb eben der vorgegebenen Zeit und bei jeder weiteren Fragerunde wird dasselbe Verfahren angewandt. Es wird ein Wortprotokoll angefertigt. Die Anhörung wird live im Internet auf Kanal 2 des Parlamentsfernsehens gestreamt und ist anschließend über die Mediathek des Bundestages abrufbar. Mikrofone bitte ich bei den Wortbeiträgen jeweils einzuschalten. Zudem sei angemerkt, dass natürlich Simultanübersetzung erfolgt. Deswegen bitte nicht zu schnell jeweils sprechen. Ja, am 19. Juni 2019 hat Facebook das Libra-Projekt angekündigt. Die Idee einer einfachen globalen Währung und einer finanziellen Infrastruktur, um Milliarden von Menschen neue Chancen zu geben, ist revolutionär und klingt zunächst vielversprechend. Erleichterungen im digitalen Zahlungsverkehr, besonders in Schwellenländern, und eine damit einhergehende Verringerung bzw. Vermeidung von Transaktionskosten sind bestechende Argumente, die für eine solche digitale Währung sprechen. Neben den positiven Effekten gibt es aber auch Risiken, wie zum Beispiel die Gefahr von Terrorfinanzierung, Geldwäsche, dem Missbrauch von Daten und vor allem einer Marktmacht, die die Finanzsysteme ins Wanken geraten lassen könnten. So wird zunehmend öffentlich Kritik lauter. Politiker, Notenbanker, Aufseher, Datenschützer und Wettbewerbsbehörden, sie alle sind sich einig, diese Idee braucht mindestens einen passenden Regelungsrahmen. Dies hat sich bei der öffentlichen Anhörung des Ausschusses Digitale Agenda am 25. September 2019 zu diesem Themenkomplex digitale Währungen klar herauskristallisiert. Auch der Bericht einer G7-Länderarbeitsgruppe ist zu diesem Ergebnis gekommen. Und von den ursprünglich 28 Unternehmen, die sich der Libra-Initiative angeschlossen hatten, sind ein Viertel abgesprungen, darunter auch Mastercard, Visa und PayPal. 21 Unternehmen haben am 14. Oktober 2019 jedoch die Charta der Libra Association unterschrieben und wollen das Projekt vorantreiben. Es gibt eine Vielzahl von offenen Fragen, die im Zusammenhang mit dieser Innovation, die den gesamten Finanzsektor revolutionieren könnte, zu klären sind. Deshalb hat sich der Ausschuss Digitale Agenda entschlossen, gemeinsam mit dem Finanzausschuss des Deutschen Bundestages heute Vertreter von Libra und von Calibra in den Ausschuss zu einer öffentlichen Anhörung einzuladen und sich erneut mit diesem Themenkomplex zu befassen. Die Fragen zu Libra werden global gestellt. So ist es äußerst spannend, dass heute fast zeitgleich zu unserer Sitzung vor dem Finanzdienstleistungsausschuss des US-Kongresses in Washington Mark Zuckerberg sich den Fragen der Abgeordneten dort auch stellt. Bei uns im Ausschuss stehen Bertrand Perez, Chief Operating Officer und Interim Managing Director der Libra Association, und Thomas Barrell, Chief Operating Officer von Calibra, Rede und Antwort. Vielen Dank, dass Sie unserer Einladung gefolgt sind. Und nun haben Sie die Möglichkeit, Ihr jeweiliges 5-minütiges Eingangsstatement an uns zu richten.
Es beginnt Herr Perez, Herr Burrell, wer möchte? Herr Perez, bitte, Sie haben das Wort. I'll go first. So, thank you, Chairwoman. Vielen Dank, Herr Vorsitzende. Vielen Dank, liebe Mitglieder des Ausschusses für digitale Angelegenheiten und Finanzausschuss, dass Sie uns die Gelegenheit gegeben haben, zu Ihnen zu sprechen. Ich bin Bernard Perez, ich bin in Genf tätig, komme aus Frankreich und bin der Interim Management Director der Libra Assoziation. Die Blockchain-Technologie und Stablecoins sind eine neue Chance für Innovation, insbesondere finanzielle Inklusion, ganz besonders für die 1,7 Milliarden Menschen auf der Welt, die keinen Zugang zu Banken haben oder kaum und keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen. Ich möchte als Hilfestellung für die Ausschüsse kurz die Rolle und die Governance der Libra-Assoziation darlegen, wie wir geführt werden. Darauf möchte ich jetzt erstes eingehen, die Libra-Assoziation und ihre Governance. Es ist eine unabhängige Schweizer Organisation mit Sitz in Genf und unter Schweizer Rechtsprechung. Wir wollen ein Zahlungsnetzwerk mit breiterem Zugang für Finanzdienstleistungen schaffen und die Kosten für die Menschen senken, soweit wie möglich. Wir wollen die Kosten ebenfalls nicht nur bei den Standards entsprechend senken, sondern auch den Verbraucherschutz, finanzielle Stabilität und globale Kooperation fördern. Wir waren zunächst 21 Mitglieder, das sind Unternehmen, Nichtregierungsorganisationen wie etwa Uber, Vodafone, Iliad und Women's World Banking, auch die Facebook-Tochter Calibra gehört dazu. Viele Organisationen haben Interesse angemeldet und wir gehen davon aus, dass 100 Organisationen zur Libra-Assoziation stoßen werden bei der Weiterentwicklung unseres Vorhabens. Wir werden geleitet vom Libra-Rat mit einem Vertreter jedes Mitglieds der Libra-Assoziation und jedes Mitglied hat eine Stimme bei der Entscheidungsfindung. Es ist eine Mehrheitsentscheidung notwendig für die meisten Entscheidungen des Rates. Eine super Mehrheit, eine größere Mehrheit ist für bestimmte Schlüsselentscheidungen notwendig. Das bedeutet, dass kein einziges Mitglied der Libra-Assoziation allein den Entscheidungsprozess der Libra bestimmen kann. Am 14. Oktober 2019 hat der Libra-Rat einen Vorstand bestimmt mit 5 Mitgliedern und hat die Mitarbeiter der Libra Association benannt, dazu gehöre ich auch. Nun zur Libra-Münze, zur Libra-Coin. Die Libra-Assoziation will einen Stablecoin schaffen auf der Grundlage von Blockchain-Technologie. Die Einheit wird Libra heißen und wird mit einem Währungskorb hinterlegt sein. Es wird eine Reserve hochliquider Vermögenswerte geben, Cash-Bankeinlagen und sehr kurzfristige Sicherheitseinlagen, die in bestimmten stabilen Währungen ausgegeben werden. Das geschieht auf einer 1:1 Grundlage und wird den Libra-Münzen einen eigenen Wert geben und damit ein Vertrauen schaffen, dass der Wert der Libra relativ stabil bleibt, auch langfristig. Darüber hinaus gehen wir davon aus, dass die FINMA gemeinsam mit den Zentralbanken der G7 ein regulatorisches Rahmenwerk für die Libra-Assoziation fordern wird, dass entsprechende Überprüfungen bei den Investitionen in die Libra-Reserve sicherstellen wird und dies auf eine sichere und solide Art und Weise. Zu den regulatorischen Maßnahmen. Die Libra-Assoziation will nicht in die monetäre Politik souveräner Staaten eingreifen. Libra ist nicht, hat keine Absicht, die staatlichen Währungen zu ersetzen, so wie Kreditkarten oder Zahlungskarten geht es um ein neues Zahlungssystem und für ein System zur Übertragung von Geld. Wir nehmen aber die Bedenken von Regierungen und von Regulierungsbehörden sehr ernst. Und deswegen haben wir mit den entsprechenden Beteiligten wie der BaFin Kontakt aufgenommen, der Bundesbank, der EZB, der FINMA und anderen, noch bevor wir öffentlich angekündigt haben, dieses Projekt zu verwirklichen. Die Libra-Assoziation wird mit den Regierungen und den entsprechenden Regierungsbehörden in Deutschland, der Europäischen Union und in der gesamten Welt zusammenarbeiten. Wir stehen noch am Anfang dieses Vorhabens, das schon gleich zu Beginn angekündigt wurde, sodass wir entsprechende regulatorische Bedenken berücksichtigen können und ein sicheres, transparentes und verbraucherfreundliches
Instrument schaffen können. Ich möchte noch einmal unterstreichen, dass wir entschlossen sind, den entsprechenden einschlägigen Vorschriften Rechnung zu tragen. Wir werden natürlich ein entsprechendes Rahmenwerk, in dem wir arbeiten, respektieren. Ich kann auch noch einmal bestätigen, dass es in der Schweiz von der FINMA eine behördliche Genehmigung geben soll, und wir werden als Zahlungsdienstleister auch von Seiten des FinCEN, von US-Finanzministerium registriert werden. Am Ende möchte ich noch sagen, dass dies ein großes Instrument für finanzielle Inklusion ist und deshalb nicht verboten werden sollte. Dafür brauchen wir andererseits natürlich ein entsprechendes regulatorisches Rahmenwerk und eine Kontrolle. Die G7-Arbeitsgruppe über Stablecoins von Benoît Cœuré, geleitet bei der Europäischen Zentralbank, hat noch einmal herausgestrichen, wie dieses Rahmenwerk aussehen kann, in dem die Libra effizient eingesetzt werden kann. Ich danke Ihnen, dass Sie mir Gelegenheit gegeben haben, heute zu Ihnen zu sprechen. Wir haben natürlich Ihre schriftlichen Fragen erhalten, auf die wir später im Laufe der Sitzung eingehen werden, und werden auch schriftlich darauf eingehen in den nächsten Fragen, auf den nächsten Minuten, und auch auf Fragen antworten, auf die ich vielleicht im Augenblick nicht eingehen kann. Sie haben das Wort. Thank you, Chairwoman. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender, sehr geehrte Mitglieder des Ausschusses Digitale Agenda und des Finanzausschusses. Ich bin Thomas Barrell, bin Israeli und bin COO, also Chief Operating Officer von Calibra, Tochterunternehmen von Facebook. Calibra entwickelt im Moment ein digitales Wallet, eine Geldbörse, die dann auch angeboten werden soll, mit der man die Libra-Münzen versenden kann, speichern kann und auch ausgeben kann. In meiner Rolle, die ich bei Calibra spiele, unterstütze ich verschiedene Teams, die für Risikomanagement zuständig sind, für die Compliance, für den Kundendienst, für den operativen Bereich. Ich bin auch Leiter eines der wichtigsten Entwicklungszentren von Calibra in Tel Aviv in Israel. Menschen, die heute ein Internet Zugang haben, können natürlich verschiedene Dienste in Anspruch nehmen, und zwar entweder kostenlos oder nur zu geringen Kosten. Aber bei Zahlungssystemen, bei Überweisungen von Geld, anderen Finanzdienstleistungen ist das nicht mehr so einfach. Viele Menschen in dieser Welt haben keinen Zugang zu Finanzdienstleistungen. Das ist eine Herausforderung, die wir hoffentlich auch mit Calibra lösen können. Ein neues Digital Wallet, mit dem Menschen dann in der Lage sind, die Libra-Münzen zu versenden und auszugeben. Facebook und ganz besonders das Calibra-Team haben dabei die ersten Schritte unternommen, nun dieses Libra-Projekt zu entwickeln. Eine wichtige Rolle dabei war auch die Schaffung der Libra Association als Verein. Facebook hat der Libra Association Unterstützung geleistet bei der Entstehungsarbeit, und Facebook ist natürlich sehr stark mit Investitionen in dieser anspruchsvollen Technologie für dieses Netzwerk engagiert. Trotzdem ist alle Codearbeit von Libra Open Source. Facebook geht davon aus, dass Calibra damit nur einer von verschiedenen konkurrierenden Zahlungsdienstleistern sein wird, der die Libra-Blockchain nutzen wird. Seit dem 14. Oktober dann hat Facebook seine eigene Kontrolle aufgegeben. Jetzt ist Facebook eine von gleichberechtigten Stimmen, insgesamt 20 weiteren Stimmen, die in der Libra Association vertreten sind. Calibra hat nur eine Stimme bei jeder Entscheidung, die die Libra Association treffen wird. Genauso wie das bei anderen Mitgliedern der Association der Fall werden wird. Calibra entscheidet auch nicht, wann Libra gestartet wird. Das ist eine Entscheidung, die alle Mitglieder der Libra Association gemeinsam in einer Abstimmung zu treffen haben. Facebook und Calibra engagieren sich aber auch weiterhin für Libra und die Mission, und wir planen auch weiterhin aktiv an dem Erfolg dieses Projekts zu arbeiten. In Bezug auf die Beziehung zwischen Facebook und Calibra bedeutet das auch, dass Calibra-Nutzer nicht ein Facebook-Konto besitzen müssen, um dieses neue Digital Wallet zu nutzen. Und auch Facebook-Nutzer werden dann nicht automatisch Calibra-Nutzer werden. Soll heißen, Calibra wurde als separate, regulierte Einheit geschaffen. Es gibt eine klare Trennung zwischen den sozialen Daten von Facebook und den finanziellen Daten von Calibra. Uns geht es um eine solide Struktur des Verbraucherschutzes in der Calibra Wallet. Dazu gehören Maßnahmen gegen Geldwäsche,
Schutz von Verbraucherrechten, Betrugsverhinderungen, Kundenunterstützung, auch eine Wiederherstellung von Passwörtern. Dann gibt es automatische Instrumente, die erkennen, wenn betrügerische Handlungen stattfinden im Netzwerk, und nicht genehmigte Transaktionen werden dann auch erstattet. Das Wallet von Kaliber wird dann so gestaltet, dass alle jeweiligen Gesetze eingehalten werden, insbesondere datenschutzrechtliche Bestimmungen, wie zum Beispiel auch die Datenschutzgrundverordnung und Geldwäschebekämpfungsvorschriften. Kaliber arbeitet mit Regulierungsbehörden und Zentralbanken in allen Teilen der Welt zusammen, und wir werden auch weiterhin diese Gespräche in Deutschland mit der BaFin, der Bundesbank und anderen führen. Noch einmal recht herzlichen Dank für die Möglichkeit, hier in diesem hoffentlich sehr konstruktiven Dialog gemeinsam ins Gespräch kommen zu können, und wir werden dann anschließend auch noch Fragen, die Sie haben, schriftlich beantworten, wenn ich das jetzt heute hier nicht kann. Vielen Dank, Herr Barrett. Dann steigen wir ein in die erste Fragenrunde. Wir beginnen bei der CDU-CSU-Fraktion mit Herrn Hauer. Herr Vorsitzender, Frau Vorsitzende, meine verehrten Damen und Herren, das Projekt Libra hat ja einen mäßigen Start hingelegt. Der Vorsitzende hat das gerade schon beschrieben. Mehrere Mitglieder sind abgesprungen. Aus mehreren Ländern zeigt sich Widerstand. Der Starttermin musste verschoben werden, und viele Fragen sind noch offen. Insofern vielen Dank, dass Sie uns heute in den beiden Ausschüssen Rede und Antwort dazu stehen. Als CDU und CSU haben wir vor der Sommerpause deutlich gemacht, dass wir einen digitalen Euro unterstützen, der kein neues Geld schafft, aber einen kleinen Teil der Geldmenge digitalisiert, bei dem die Zentralbanken die Hoheit darüber behalten und die Herausgabe einer Währung nicht privaten Akteuren überlassen werden soll. Meine Frage: Könnte Libra durch einen solchen E-Euro die Grundlage entzogen werden? Konkret weitere Fragen an Herrn Pires. Bei Ihrem Libra-Projekt bestehen ja massive Bedenken hinsichtlich der Finanzstabilität. Können Sie versichern, dass Sie mit Libra wirklich erst dann starten, wenn alle Bedenken der Aufsichtsbehörden ausgeräumt sind und auch die entsprechende Genehmigung erteilt wurden? Wie beabsichtigt sich Libra zu verhalten gegenüber der Währungspolitik der USA und der europäischen Währungspolitik? Ist geplant, sofort oder auch zu einem späteren Zeitpunkt eine Kreditvergabe über Libra zu ermöglichen, oder schließen Sie das konsequent aus? Und wie soll der Währungskorb konkret aussehen, mit dem Libra hinterlegt werden soll? Das erstmal vorab. Thank you very much for your question. Vielen Dank für die Fragen. In Bezug auf den E-Euro. Wir sehen hier eine Frage, wie man digitales Geld oder Kryptogeld verwaltet. Das ist eigentlich eine gute Sache. Wir sind der Meinung, das führt zu einer besseren Integration. Denn wenn es morgen einen E-Euro gibt, denn wir verwenden ja auch den Euro schon im Währungskorb, das würde bedeuten, dass wir eine direkte Integration zwischen Libra und Euro ermöglichen können. Die Technologie ermöglicht es uns, unsere Blockchain und die Krypto-Euro-Blockchains zu verbinden. Eigentlich noch mehr Transparenz für die Europäische Zentralbank in Bezug auf das, was sich hier auf der Euro-Seite unseres Währungskorbs abspielt. In Bezug auf das Startdatum der Libra-Blockchain. Wir haben es ja bereits gesagt, dieses Projekt wurde im Juni als Projekt bekannt gegeben. Und zwar noch zu einem sehr frühen Stadium, weil wir genau diese Zeit brauchten und wollten, mit den Regulierungsbehörden zu sprechen. Blockchain-Technologien bietet natürlich viele Chancen und Möglichkeiten, aber gleichzeitig auch Fragen, die vorher noch gelöst werden müssen. Und vor dem Hintergrund dieser Entwicklung wollen wir natürlich nicht die Büchse der Pandora öffnen und dann möglicherweise Quellen für illegale Netzwerknutzungen schaffen. Nein, deswegen haben wir dieses Projekt so früh bekannt gegeben, bevor überhaupt die Arbeit beginnt. Wir wollten eben genau diese Zeit haben, mit unterschiedlichen Politikern, mit Entscheidungsträgern, mit Regulierungsbehörden weltweit zusammenzuarbeiten, zu diskutieren, um diese sehr legitimen Fragen anzusprechen. Und deswegen sind wir auch heute hier, um mit dieser Plattform vorzustellen,
vorstellig zu werden, um sicherzustellen, dass wir wirklich compliant sind, dass wir keine Regeln verletzen. Was die Kreditvergabe angeht, die Libra Association wird sich niemals mit Verbrauchern direkt beschäftigen, soll heißen. Die Libra Association ist ausschließlich zuständig für die Blockchain-Technologie, für die Libra Reserve, aber keinerseits haben wir einen direkten Verbraucherkontakt für Dienstleistungen, die angeboten werden. Das ist absolut auch nicht möglich, eine Kreditvergabe seitens der Libra Associations auf diesem Netz durchzuführen. Solche Dienste haben wir als der Libra Association nicht vor. Sie haben auch zum Währungskorb eine Frage gestellt. Wir haben ja in der Vergangenheit gesagt, dass in diesem Währungskorb verschiedene Währungen vertreten sind. Natürlich die bekanntesten und stabilsten der Welt. Der US-Dollar ist dabei, der Euro, das Pfund Sterling, der japanische Yen und der Singapur-Dollar. Außerdem noch einige kurzfristige und liquide Staatspapiere. Das Ziel dieses Währungskorbes noch einmal besteht darin, dass auch die Münze, die Coin, stabil bleibt. Libra ist kein spekulatives Objekt wie Bitcoin oder andere. Wir wollen, dass der Preis stabil bleibt von Libra, dass es auch als Zahlungsmittel eingesetzt werden kann, und zwar weltweit. Wir werden auch keine Geldpolitik auf den Währungskorb anwenden. Soll heißen, dass die Libra-Münze 1:1 mit Rückstellungen, mit Reserven gedeckt sind. Und dann sind es natürlich weiterhin die Zentralbanken, die für ihre eigenen Währungen zuständig sind in Bezug auf die Geldpolitik. Die nächste Frage stellt für die SPD-Fraktion Herr Dr. Zimmermann. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine Frage würde zunächst an die Libra Association gehen. Sie haben ja mit Facebook als quasi Konsortialführer, ich bleibe dabei, quasi ein Kartell von großen Unternehmen um sich geschart und wollen jetzt an einen Punkt, der für viele Staaten ein konstitutives Merkmal ihrer Souveränität ist, angreifen. Es geht um die Währung. Da kann man lange sicher darüber diskutieren, ob das jetzt eine Währung ist, eine Zahlungseinheit. Aber wir haben alle eine ungefähre Vorstellung, worum es geht. Und ich glaube, das ist auch ein Grund, weshalb viele das sehr kritisch betrachten und natürlich auch die große Ansammlung von Kunden, die große Ansammlung auch von Marktkapitalisierung ihrer Mitglieder, die lässt einen doch schon nachdenken. Und ich muss das hier auch sagen, wenn ich natürlich dann auch höre, dass der CEO von Facebook, was er über die Überlegungen einer demokratischen Präsidentschaft in den USA so angestellt hat bei internen Gesprächen, dann lässt das bei uns natürlich auch Alarmglocken läuten. Und ich möchte Sie deswegen was ganz konkret fragen. Können Sie uns heute hier zusagen, dass Libra im europäischen Raum nicht eingeführt wird, solange Sie kein grünes Licht von den europäischen Aufsehern im Bankenbereich haben? Zum Kommentar in Bezug auf das Kartell, was Sie angesprochen haben. Ich kenne hier kein Kartell, was mit Regulierungsbehörden verhandelt, um einen Rahmen zu schaffen, um irgendwelche Regeln zu definieren, bevor überhaupt eine Entscheidung getroffen ist. Wir befinden uns auf Projektebene. Natürlich sprechen wir mit Regulierungsbehörden und wir suchen nach einem Dialog, an dem wir interessiert sind. Ich möchte auch ganz klar sagen, dass das Libra-System ein Open-Source-Projekt ist, ein offenes System. Natürlich haben wir Mitglieder in der Vereinigung, diese 21 Gründungsmitglieder, und mehrere, die sich dann im Verlauf der Zeit noch anschließen werden. Und wir sehen natürlich sicher, dass es auch Vielfalt gibt in der Mitgliederbasis, sowohl was horizontale und vertikale Integration und auch geografische Repräsentation angeht. Wir sind an Vielfalt interessiert, aber es ist ein offenes System. Soll heißen, man muss nicht Mitglied der Association zu sein, um an diesem Ökosystem der Libra mitzuarbeiten. Und das ist außerordentlich wichtig. Wir möchten Innovation in Zahlungssystemen entwickeln. Und wir glauben, dass es viele Fintechs gibt, die natürlich nicht Mitglieder werden der Libra Associations, aber die auch neue Dienste auf Grundlage dieses Netzes entwickeln werden und können. Insofern ist dieses System offen, mehr
Teilnehmer können sich dieser Plattform anschließen. Wir haben sehr früh angefangen, das hatte ich bereits gesagt, mit der Mitteilung, dass wir auftreten werden, und wir arbeiten mit Regulierungsbehörden zusammen. Insofern ist auch die Europäische Union ein außerordentlich wichtiges geografisches Kriterium für uns und ein Gebiet, in dem wir arbeiten wollen. Wir möchten natürlich sicherstellen, dass alle offenen Fragen, die noch verblieben sind, wirklich abschließend diskutiert werden. Und gerade Fragen wie Geldwäschebekämpfung oder Terrorismusbekämpfung und deren Unterbindung, das sind alles berechtigte, sehr berechtigte Fragen. Das nehmen wir auch außerordentlich ernst. Was ich Ihnen insofern sagen kann, ist, dass dieses System nicht starten wird, bis nicht alle diese Fragen, wie zum Beispiel der Geldwäschebekämpfung und der Terrorismusfinanzierung, ernsthaft diskutiert worden sind. Daran arbeiten wir im Moment. Wir haben ganz robuste Vorschläge, die wir jetzt auch den Regulierungsbehörden vorstellen können, um sicherzustellen, dass wir uns sehr ernst mit diesem Thema beschäftigen, sondern dass wir auch Maßnahmen haben, um diese Probleme zu lösen. Und noch einmal, ich sagte bereits, es ist ein offenes System. Insofern kann jeder diesen Code downloaden und abprüfen, dass das, was wir sagen und versprechen, auch im Code nachweisbar ist. Sie müssen uns gar nicht vertrauen, wenn wir das und das sagen. Wir haben Maßnahmen zur Geldwäschebekämpfung. Sie können das selber nachprüfen, können sich persönlich in den Code reinloggen und sehen, ob das stimmt oder nicht. What about the Swiss authorities? How is it going with them until now? Kommen Sie da voran? So, as we are a Swiss entity, we are regulated. Antwort: Ja, wir sind ja eine Schweizer Firma, unterliegen also den Bestimmungen der FINMA, der Finanzaufsicht in der Schweiz. Und die FINMA hat vor kurzem festgesetzt, dass wir als Zahlungssystem angesehen werden mit einer Reihe von zusätzlichen Forderungen wegen eben der Reservehinterlegung. Dafür ist dann auch die FINMA zuständig. Das ist vielleicht eine besondere Art von Zahlungssystem wegen der Hinterlegung mit einer Reserve. Wir werden die entsprechenden Genehmigungen einholen. Und dazu gehen natürlich dann auch einige Forderungen von der FINMA mit einher, was beispielsweise Anti-Geldwäsche anbelangt und Kampf gegen Finanzierung von Terrorismus. Nächste Frage weggestellt aus der AfD-Fraktion. Herr König. Sehr geehrte Frau Vorsitzende, sehr geehrter Herr Vorsitzender, liebe Kollegen, vielen Dank, liebe Herren. Ich möchte vorausschicken, dass wir als Freiheitliche Partei diesem Projekt sehr aufgeschlossen gegenüberstehen und haben diesbezüglich dann folgende Frage. Welche Nachteile hat die Libra gegenüber einem klassischen Zentralbankgeld, außer der Möglichkeit, dass man mit Zentralbankgeld seine Steuern bezahlen kann? Und wenn jetzt folgender Fall passieren würde, dass irgendein kleinerer Staat aus irgendwelchen Gründen halt die Steuerzahlung in Libra plötzlich akzeptieren würde, wie würden Sie reagieren? So. Ja, das Ziel der Libra besteht darin, ein Zahlungssystem zu schaffen. Wir glauben nicht, dass Libra für alles Mögliche eingesetzt werden wird, und wir glauben nicht, dass es auch überall eingesetzt werden kann. Ich bin ja Franzose, ich lebe in der Eurozone. Wenn Sie zwischen Frankreich und Deutschland oder Spanien und Deutschland etwas bezahlen wollen, so gibt es ja bereits sehr gute Möglichkeiten für den Zahlungsverkehr. Und ich denke, dass da die Libra keinen Mehrwert bringen wird. Wir wollen dazu eben auch ganz klar sagen, dass Libra nicht von unserer Seite als ein Zahlungsmittel für alle Einsatzbereiche gesehen wird. Und sicherlich auch nicht für die Zahlung von Steuern gegenüber einem Staat. Wir sehen Libra als ein Zahlungsmittel für internationalen, grenzüberschreitenden Zahlungsverkehr. 1,7 Milliarden Menschen haben keinen Zugang zum Bankwesen, haben kein Konto und können keine Zahlungen leisten. Und viele, viele Menschen sind eben ausgeschlossen aus dem System der Finanzdienstleistungen. Und die einzige Lösung, die sie im Augenblick haben, wenn sie so etwas tun wollen, zumal über Grenzen hinweg, dann müssen sie die Finanzdienstleistungen in Anspruch nehmen, die sehr teuer sind. Darin besteht also für uns der wirkliche Mehrwert der Libra, diese Möglichkeit der Zahlungen. Über Grenzen hinweg. In Deutschland beispielsweise, wenn Sie außerhalb der Eurozone etwas bezahlen möchten, ist das sehr teuer. 7% nach Weltbankangaben sind es insgesamt für Rücküberweisungen, und für Überweisungen über Grenzen hinweg in Deutschland sind es sogar 7,5% im Durchschnitt, wenn Sie außerhalb der Eurozone eine Überweisung tätigen. Wir glauben, dass wir
mit der Technologie, die es heute gibt, mit der Blockchain etwas Besseres anbieten können für gerade diese Art von Zahlungen und viele Probleme für viele Menschen in der ganzen Welt lösen können. Die Libra hat nicht zum Ziel, in Deutschland oder sonst wo jemanden dazu zu bringen, seinen Kaffee mit Libra zu bezahlen. Dafür gibt es andere Lösungen und die funktionieren sehr gut. Die nächste Frage stellt Kollege Schäffler von der FDP. Vielen Dank. Gestern ging durch die Medien oder in einem Medienstand, dass Sie neben Libra als eine Art Währungskorb auch weitere Stablecoins offerieren wollen, also ein Dollar-Libra, ein Euro-Libra. Was ist da dran und wie weit sind da die Überlegungen? Und das Zweite ist, was ich fragen will, wenn Sie Ihre Aktivitäten in die Europäische Union ausdehnen wollen, dann müssen Sie ja gewisse regulatorische Rahmenbedingungen erfüllen. Wollen Sie eine E-Geld-Lizenz beantragen oder auf welchem rechtlichen Status soll das passieren? So to your first question. Zu Ihrer ersten Frage. David Marcus, das ist einer unserer Libra-Mitglieder, hat über diese Idee gesprochen, die Sie hier gerade angesprochen haben. Bisher ist es lediglich eine Idee, eine Vorstellung, dass wir 5 verschiedene Stablecoins schaffen, die jeweils mit einer Währung verbunden wäre. Also Libra Euro, Libra Dollar und so weiter. Die Libra-Assoziation im Augenblick sieht das aber lediglich als eine Idee an. Das hat eines unserer Mitglieder eingebracht. Und wie ich gesagt habe, sind wir einem bestimmten Führungsprozess unterlegen innerhalb der Assoziation. Und das ist eine Idee, die sicherlich innerhalb der Mitgliedschaft der Libra diskutiert werden muss. Und dann muss dazu eine Entscheidung getroffen werden. Also wir werden das weiterverfolgen. Bisher ist es so, dass die Libra-Assoziation das lediglich als eine Idee ansieht, die wir eben weiter untersuchen werden und natürlich auch die Zustimmung der weiteren Mitglieder der Libra-Assoziation dazu brauchen, bevor wir etwas mehr daraus machen als lediglich eine Idee eines der Mitglieder. Diese Idee wurde ja von Marcus von Calibra vorgebracht. Wir unterstreichen ganz und gar, dass das Herr Perez gerade gesagt hat, auch den Prozess der Entscheidungsfindung, den er beschrieben hat, im Rat, im Libra-Rat, wenn es eben um Fragen gibt, wie die Zusammensetzung der Hinterlegung der Reserve für die Münzen, die ausgegeben werden. Und wie Herr Perez gerade sagte, ist es bisher nur eine Idee, die zunächst einmal vorgebracht wurde, um zu zeigen, dass wir an unserer Mission festhalten. Und diese Mission bedeutet mehr Zugang für mehr Menschen, finanzielle Inklusion. Es geht nicht um die Idee als Libra-Münze als solche. Einige der Bedenken, die von deutscher Seite und von französischer Regierungsseite vorgebracht wurden, hingen ja gerade mit der Frage der Souveränität zusammen. Und das hat gezeigt für uns, dass statt einer Libra-Münze mit einer Denomination herauszubringen, die eben gegen ein bestimmtes Fiat-Geld, Buchgeld eingetauscht werden könnte, dann könnten wir mit einem solchen Vorgehen diesen Sorgen begegnen. Das wird natürlich auch wieder zu einem neuen Dialog führen. Und es geht uns darum, unsere Mission der finanziellen Inklusion und der Minderung der Kosten weiter zu verfolgen. Zugang zu Finanzdienstleistungen. Zum zweiten Teil Ihrer Frage noch. Nämlich, ob wir eine E-Lizenz hier in Europa beantragen wollen. Das ist auch noch im Diskussionszustand im Augenblick. Das müssen die Regulierungsbehörden sagen. Es liegt nicht an uns zu sagen, wir brauchen eine E-Lizenz. Deswegen sind wir ja gerade im Gespräch mit den verschiedenen Regulierungsbehörden, um genau zu wissen, was denn der Regulierungsrahmen ist, in dem wir uns bewegen können. Es geht nicht von unserer Seite darum zu sagen, wie wir reguliert werden sollen. Vielen Dank. Ich möchte Sie nur bitten, direkt ins Mikrofon zu sprechen, wegen der Dolmetscher. Ja, vielen Dank. Vielleicht noch eine Nachfrage. Genau. Sie haben vorhin die Aufteilung des Währungskorbes genannt. Können Sie auch genau sagen, wie die Aufteilung ist? Sie haben nur die Währung genannt, aber nicht die konkrete Aufteilung.
Entschuldigung, wenn ich da vielleicht nicht ausreichend korrekt war. Ich kann Ihnen dort auch nur eine Größenordnung nennen im Augenblick. Es ist noch sehr früh, keine genaueren Vorstellungen davon. Vielleicht muss das auch noch einmal überarbeitet werden, je nach Lage der Währungen, die sich von heute bis zum Startdatum hier noch ändern kann. 50% US-Dollars sind vorgesehen im Augenblick, 20% etwa Euro und dann geringere Prozentteile für die weiteren Währungen. Die habe ich jetzt nicht im Sinn, aber ich kann Ihnen gerne dazu eine schriftliche Antwort geben und Ihnen die genaue Aufteilung nach Prozentzahlen zukommen lassen. Die nächste Frage wird gestellt von Frau Anke Domscheit-Berg von Die Linke. I will ask in English to save time. In light of the massive criticism, will Libra potentially start in poor countries of the global south, even if there will not be a permission to introduce the Libra in the European Union? Wenn Sie auch in der Europäischen Union keine Genehmigung haben wollten, bitte antworten Sie darauf jetzt mit Ja oder Nein. I cannot do a yes or no answer because I want to explain. Das kann ich nicht, denn ich muss dazu erläutern, dass es zwei verschiedene Entitäten gibt beim Staat. Die Libra-Assoziation muss zunächst einmal ein Netzwerk schaffen und dann brauchen wir dazu natürlich auch noch Zahlungsdienstleistungen. Wird diese Währung in armen Ländern auch gelauncht, selbst wenn die Europäische Union Nein sagt? Nun, wir müssen in den wichtigsten geografischen Bereichen zunächst einmal eine Regulierung haben, bevor wir starten, und das ist, glaube ich, die Antwort auf Ihre Frage. Die Finanzdienstleister, die noch dazugehören, das Internet beispielsweise, wenn Sie das Internet einfach starten, haben Sie ja noch keine Dienstleistungen. Wenn wir also die Libra starten und es keine Dienstleistungen gibt, dann ist es nutzlos. Wenn die Europäische Union weiterhin Nein sagt, werden Sie dann in armen Ländern die Libra noch als Option ansehen, ja oder nein? Lassen Sie mich Folgendes, bitte verschwenden Sie nicht unsere Zeit. Ich werde mich bemühen. Die Entscheidung der Einführung wird von allen 21 Mitgliedern getroffen. Calibra wird sich dagegen aussprechen, die Libra als Münze, als Währung einzuführen, wenn wir keine Genehmigung der USA und der EU-Finanzbehörden dazu bekommen. Gut, dann gebe ich mich damit zufrieden. Das White Paper der Libra hat gesagt, Facebook hat Libra geschaffen und es werden soziale und Finanzdaten getrennt. Aber am 18. Juni hat Facebook dann gesagt, in einer Ankündigung, und ich zitiere, Calibra wird Facebook-Daten nutzen, um dem Gesetz zu entsprechen, wird die Kundenkonten nutzen, um Risiken zu mindern und kriminellen Taten vorzubeugen. Wie wollen Sie diesen Widerspruch auflösen? Sind die Daten getrennt? Ja oder nein? Antwort: Ja, das ist ein sehr wichtiges Thema. Wir fühlen uns verpflichtet, die Daten zu trennen, nicht nur gegenüber den Behörden, sondern auch gegenüber unseren Kundinnen und Kunden. Es muss allerdings bestimmte Ausnahmen geben. Eine Ausnahme ist, was Sie gerade gesagt haben. Wir haben die moralische als auch die gesetzliche Verpflichtungen, dass Daten, wenn sie zur Verhinderung von Verbrechen genutzt werden können, auch zugänglich gemacht werden. Und das werden wir tun. Werden alle Organisationen, die zu Libra gehören, zu allen Transaktionen der Nutzerinnen und Nutzer Zugriff haben? Und wenn nicht, wie werden sie dann diesen Zugang innerhalb des Netzwerks regeln? Das Netzwerk, die Blockchain, die ja dem Netzwerk zugrunde liegt, wird nur sehr wenige Daten speichern. Das war auch unser Ansatz, dass wir einen Privacy-by-Design-Approach fahren, sodass niemand genau überprüfen kann und dass welche Informationen dort sind und wir nur sehr wenige Informationen auf der Blockchain speichern. Das wird überprüft von staatlichen Behörden, von Strafverfolgungsbehörden und so weiter, sodass wir die geringsten Daten auf der Ebene der Blockchain, die nötig sind, speichern. Dienstleister,
beispielsweise Wallet-Dienstleister brauchen natürlich bestimmte Daten von ihren Kunden, beispielsweise wegen Know Your Customer Bestimmungen. Und dazu erfüllen sie natürlich die Datenschutzbestimmungen und auch die finanziellen Bestimmungen. Und diese Dienstleister werden dann diese Daten entsprechend dieser Vorschriften speichern und werden vielleicht weitere Informationen haben. Es wird aber kein Teilen dieser Daten geben, wenn beispielsweise ein Wallet-Dienstleister für einen bestimmten Kundensatz Daten haben will, so werden diese Daten nicht ausgetauscht über diese Kunden, es sei denn, dies wäre notwendig aus Gründen der Bekämpfung der Geldwäsche und angefordert von entsprechenden Strafverfolgungsbehörden. Ich möchte aber ganz klar sagen, es gibt zwei Ebenen. Es gibt die Blockchain mit sehr geringen Mengen an Daten, nur Transaktionsdaten, wie beispielsweise den Zeitstempel, die Menge der Libra, die transferiert wird und so weiter und die den Empfänger und den Absender. Das war's. Dr. Bayers von Bündnis 90 Die Grünen. Thank you, gentlemen, to have this hearing in Berlin today. Herzlichen Dank. Zuallererst, soweit ich weiß, sind ja 40 Fragen niedergeschrieben worden und an Sie gerichtet worden. Und wir haben noch, glaube ich, noch keine Antworten bekommen. Könnten Sie uns darauf bald Antworten geben? Dann hätten wir vielleicht etwas detailliertere Möglichkeiten zu diskutieren. Antwort, ja, wir werden die Antworten schriftlich in den nächsten Tagen vorlegen. Danke sehr, das würde uns sehr helfen. Weitere Frage. Sie haben sicherlich auch gehört, dass der Finanzminister in Deutschland sich gegen die Libra-Pläne ausgesprochen hat. Sie haben in Ihren Eingangsworten ja bereits gesagt, dass Sie sich mit den Aufsichtsbehörden auf Verwaltungsebene getroffen haben, mit Bundesbankvertretern, BaFin-Vertretern und so weiter. Was waren deren Reaktionen auf die Einführung der Libra? Und schließlich möchte ich eingehen auf das, was Lars Zimmermann gerade gesagt hat. Er hatte gesagt, Libra muss gestoppt werden, wenn nicht alle Sorgen, alle regulatorischen Bedenken ausgeräumt wurden und sie AML, also gegen Geldwäschevorkehrungen getroffen haben und gegen Terrorismusfinanzierung. Werden Sie diesen Plan weiterverfolgen, die Libra einzuführen, auch wenn nicht alle diese Forderungen befolgt wurden? Sie können damit Ja oder Nein oder mit Like oder Dislike antworten. Das macht es bestimmt einfach. Yes, as I said, we have been engaging with regulators worldwide. Ja, ich habe bereits gesagt, wir sind mit den Aufsichtsbehörden weltweit im Kontakt, noch bevor wir dieses Projekt angekündigt haben, auch in den letzten Monaten, in der ganzen Welt im Kontakt, in Europa, in Deutschland, in allen anderen Teilen der Welt. Und die Diskussionen mit den Regierungsbehörden sind vielleicht etwas positiver als das, was Sie in der Presse lesen konnten. Es wird dort durchaus ein Potenzial der Blockchain-Technologie gesehen. Und es wird durchaus auch erkannt, was die möglichen Probleme sein könnten. Das waren im Großen und Ganzen die Antworten, die wir bekommen haben von Seiten der Regulierungsbehörden. Wir sind für Innovation, wurde uns gesagt. Wir sind uns bewusst, dass wir Innovation in diesem Bereich brauchen. Und der G7-Bericht, der letzte Woche vorgelegt wurde zu den Stable Coins unter der Leitung von Benoît Cœuré, hat ja auch gezeigt, dass Stable Coins Innovationen mit sich bringen, aber natürlich auch Risiken. Und alle Regulierungsbehörden haben das Gleiche gesagt. Innovation ist gut. Das sind die möglichen Probleme. Wie können wir diese Probleme lösen? Geldwäsche, Finanzierung von Terrorismus, wirtschaftliche Stabilität, wie können wir diese Themen angehen? Das sind die Fragen, die alle Regulierungsorgane aufgeworfen haben und für die wir klare Antworten und Richtungsvorgaben machen müssen und diese Fragen sehr ernst nehmen. Wir wollen die Lösungen Ihnen geben, von denen wir von unserer Seite denken, dass Sie zumindest auf der gleichen Ebene eine Antwort geben wie die bisherigen finanziellen Möglichkeiten, Finanzmittel,
Mittel, die es gibt. Nun noch zu Ihrer Frage, und das entspricht auch dem, was Herr Borrell gerade gesagt hat. Der Start von Libra ist nicht meine Entscheidung, sondern eine allgemeine Entscheidung aller Mitglieder. Und ich bin mir sicher, dass alle Mitglieder, das kann ich Ihnen versichern, alle Unternehmen, alle Dienstleistungsunternehmen, das alles sehr ernst nehmen. Ich bin mir also sicher, dass sie nicht für einen Start stimmen werden, wenn sie der Ansicht sind, dass es immer noch Bereiche gibt, bei denen wir keine adäquaten Antworten gegeben haben. When you were meeting and collect members of the association who want to support the idea, have there been any talks with German companies? Als Sie mit den Mitgliedern der Assoziation gesprochen haben und möglicherweise den Mitgliedskreis erweitern wollten, haben Sie auch mit deutschen Unternehmen vielleicht gesprochen? Kurze Antwort? Ja. And I guess you're not telling us who. Und Sie sagen uns wahrscheinlich nicht, um wen es hier geht. Nein, Moment, kann ich Ihnen keinen Namen nennen. Was ich Ihnen sagen kann, ist, dass wir sehr viel Interesse von unterschiedlichen Unternehmen weltweit erfahren haben. In den nächsten Wochen und Monaten werden wir natürlich dann diesen Prozess allmählich durchlaufen, werden neue Mitglieder mit aufnehmen. Und ich hatte es eingangs gesagt, Vielfalt, Diversität ist für uns sehr wichtig. Also Unternehmen nicht nur aus den USA, sondern auch aus Europa und anderen Teilen der Welt sind uns wichtig. Das ist für uns eine Priorität bei der Auswahl der neuen Mitglieder für die Association. Gut. Herr Kamann, als nächstes. Ja, bitte. Also auch von meiner Seite aus Dankeschön, Frau Vorsitzende, Herr Vorsitzender. Herr Peres, ich bin nicht ganz glücklich mit der Antwort oder ganz zufrieden mit der Antwort, die Sie auf die Frage von Herrn Zimmermann gegeben haben. Und weil Sie nicht klar mit Ja oder Nein beantwortet haben, die Frage war, und die möchte ich noch mal gerne wiederholen, wenigstens verkürzt wiederholen. Akzeptieren Sie, dass Sie Libra nicht in den Markt in EU einbringen, wenn die EU-Behörden hier kein grünes Licht geben? So ein einfaches Ja und Nein würde mir reichen. Well, I don't have that power. Again, ich habe gar nicht diese Macht, das zu sagen. Denn diese Startentscheidung, wie wir gesagt haben, liegt bei den Mitgliedern. Und wenn die Mitglieder natürlich nicht zufrieden sind, dass alle regulierungs- und ordnungspolitischen Fragen gelöst sind hier in Europa, dann werden sie diese Entscheidung nicht treffen. Noch einmal, ich kann das nicht entscheiden. Es wird eine kollektive Entscheidung geben. Das ist auch die Verwaltungsregel innerhalb der Association. Aber ich bin mir ziemlich sicher, dass diese Unternehmen, die bei uns vertreten sind, ein sehr guten Ruf haben, sich auch in der Europäischen Union engagieren, dass die dann nicht ohne weiteres Ja sagen würden, wenn sie der Meinung sind, dass es immer noch offene Fragen gibt, die nicht richtig von der Libra Association gelöst worden sind. Ich möchte vielleicht hinzufügen, wenn ich darf. Die Bedenken sind natürlich unserer Seite aus nicht nur reine Technikalien. Nein, das sind sehr berechtigte Bedenken. Das hat Herr Peres ja gerade schon gesagt. Als das Libra-Projekt bekannt gegeben wurde, geschah das deutlich lange, bevor überhaupt ein Start möglich sein wird. Und wir hoffen, dass das in der nächsten Zukunft geschehen wird. Aber es wird diese Zeit eben brauchen, die es braucht. Insofern gibt es sehr berechtigte Bedenken, die wir lösen müssen. Für uns nicht nur eine technische Frage, ob wir Ja oder Nein Antworten bekommen. Nein, für uns sind das sehr wichtige Fragestellungen in Bezug auf finanzielle Kriminalität, die einfach gelöst werden müssen. Ja, immer noch nicht zufrieden, aber lassen wir es. Die Libra soll ja durch den Währungskorb und durch Staatsanleihen gestützt werden. Der Währungskorb soll aus Informationen, die wir haben, 50% für US-Dollar, Euro soll übrigens 18% sein, Yen 14%, britische Pfund mit 11% und der Singapur-Dollar mit 7%. Und dann kommen vielleicht noch ein paar kleinere dabei. So, aufgrund dieser Grundlage soll der anvisierte Korb an Sicherheiten, also Staatsanleihen und Währungen, nach unseren Informationen 250 Milliarden US-Dollar entsprechen. Und was ja nicht gerade wenig ist in dem Sinne. Meine Frage, wie verhindern Sie währungsstrategische Manipulationen und wie sollen die Kursschwankungen bei den jeweiligen Währungen ausgeglichen werden? Sollten wir annehmen, das Verhältnis ist fix, dann würden die Kursschwankungen der einzelnen Währungen sich das Werteverhältnis ja dann entsprechend ändern. Und wie stellen Sie sicher, dass eine schwächende Währung durch andere Währungen im Warenkorb gestützt wird oder eine schwächende Währung, der Kurs einer anderen Währung dadurch nicht verändert wird? So,
Wir haben einige der stabilsten und bestbeleumundeten, wenn man so will, Währungen ausgewählt für diesen Währungskorb. Natürlich kann man eine Volatilität nicht ausschließen und das hängt natürlich auch von der Geldpolitik und der Fluktuation der zugrunde liegenden Werte zu tun hat, ob das nun der Dollar ist, der Euro oder andere Währungen. Der Preis der Libra Münze ändert sich natürlich auch im Verlauf der Zeit im Verhältnis dieser Währungsschwankungen, die ihr zugrunde liegen. Aber das sind doch Entscheidungen der jeweiligen Zentralbanken, die Zuständigkeit haben, Hoheit haben über ihre eigenen Währungen. Insofern können wir keine geldpolitischen Maßnahmen in Bezug auf unseren Währungskorb vornehmen. Das ist ja auch eine Verpflichtung unsererseits. Es gibt eine 1:1 Deckung für jede einzelne produzierte Libra-Münze mit dem Währungskorb. Die Preise der Münze schwanken natürlich auf Grundlage der zugrunde liegenden Bestände. Wir gehen aber davon aus, dass diese Schwankungen nicht größer oder nicht kleiner sind als das, was wir heute schon bei den großen Währungen sind. Wenn Sie beispielsweise den Wechselkurs von Dollar und Euro oder von Dollar zum britischen Pfund sich anschauen, das sind normale Schwankungen. Wir gehen eben davon aus, dass die Libra-Münze sich in dem gleichen Bereich der Schwankungen bewegen wird. Aber was wir auf jeden Fall uns vornehmen und garantieren können, wir werden keine geldpolitischen Maßnahmen ergreifen, weil das natürlich dann den Preis der Libra-Münze beeinflussen würde, die unsere Verbraucher dann nutzen würden. Vielen Dank. Die nächste Frage stellt Herr Radwan für die CDU-CSU. Ja, besten Dank, Herr Vorsitzender. Im Nachgang zu der letzten Frage als auch zu der Frage von Herrn Schäffler möchte ich doch noch mal bei Ihnen nachfragen. Ich fand Ihre Antwort bemerkenswert, dass es an uns ist, wie Regulierung ausschaut. Wenn ich mir die Lobbymaschine von Facebook beim Thema Datenschutz anschaue, was ja auch Regulierung ist, sind Sie der Meinung, es nicht allein der Politik zu überlassen. Und darum bin ich der festen Überzeugung, dass durch Ihre Gespräche mit den Aufsehern Sie auch die Frage der Finanzstabilität diskutiert haben, in deren Richtung ja die letzte Frage ging. Und da geht es gar nicht so sehr, wie Sie reguliert werden sollen, sondern wir hätten gern von Ihnen gehört, ob Sie und wenn ja, wo Sie in Ihrem System Probleme der Finanzmarktstabilität sehen. Wo wollen Sie eigenes Management intern ansetzen, um dieses entsprechend auszugleichen und einfach uns darüber berichten, wo Sie Risiken sehen? So. Wir sehen Libra als ein Zahlungssystem. Ich hatte es bereits erwähnt, es ist kein Spekulationsobjekt. Die Leute kaufen keine Libra, wie sie eine Bitcoin-Münze kaufen, um die dann anzusparen und als langfristige Investition zu nutzen. Ja, so. We don't see a problem with the financial stability, as we see the usage of Libra, bei der Nutzung von Libra aufgrund der Natur dieses Zahlungssystems. Es ist keine Investitionsgegenstand. Bei Ihren Gesprächen mit den Regulierern Europa und weltweit geteilt. So those are questions that are asked by regulators. Natürlich sind das Fragen, die Regulierungsbehörden in Europa uns stellen, auch in Europa. Und wir sind natürlich bereit, mit den Zentralbanken zusammenzuarbeiten, um sicherzustellen, dass die Fragen geklärt werden. Also im Prozess sind wir im Kontakt mit den Zentralbanken und wir wollen natürlich so transparent, wie das die Zentralbanken erfordern, auch sein. Wollen wir auch sein. Um dann, wenn das Projekt startet, eben das Projekt transparent zu gestalten. Libra ist ein Zahlungsmittel und hat dafür keinerlei Auswirkungen zukünftig auf die Finanzstabilität. Auch wenn Libra erfolgreich startet, wird sich ja sehr viel daran anhängen. International, Sie wollen ja damit Geld verdienen und so viel wie möglich Kunden gewinnen. Also ich nehme als erstes mit aus Ihrer Aussage, Sie sehen in Libra keine Probleme, potenziellen Probleme für die Finanzstabilität. Meine zweite Frage war, die Sie jetzt bis jetzt nicht geantwortet haben, wird diese Auffassung von Ihnen, von den Aufsehern, mit denen Sie bisher gesprochen haben, geteilt? So,
So wie es jetzt steht, gab es keine Regulierungsbehörde, die das bestätigt hat. Soll heißen, es gibt im Moment noch keine Modellierung, wo man Prognosen drauf basieren könnte. Insofern, es gibt keine Aufsichtsbehörde, die uns gegenüber das jetzt geäußert hat. Insofern die Antwort nein. Können Sie dann, wir haben wenig Zeit, vielleicht können Sie dann da reingehen, können Sie dann, wenn Sie der Meinung sind, die Regulierer sind trotzdem Probleme für die Finanzstabilität, können Sie die mal erklären und wie würden Sie sie dann entkräften? Because again, wir sehen nicht die Nutzung der Libra-Münze als so umfangreich und groß, dass das zu einem systemischen Risiko für das Finanzsystem werden könnte. Können wir davon ausgehen, dass praktisch die Libra-Association zum heutigen Zeitpunkt, und das würde ich gerne für alle Kollegen dann fixieren, so wie es heute konzipiert ist, keinerlei Probleme für die Finanzstabilität in der Zukunft sieht? Da bin ich jetzt bei der Kollegin, auch wenn es politisch viel trennt von der Linken, da reicht jetzt wirklich ein simples Yes or No. So, as we see the system today, so wie das System sich uns heute darstellt und so wie wir es planen zu entwickeln, sehen wir dieses Risiko nicht. Okay, die nächste Frage wird gestellt von Herrn Hagverdi von der SPD-Fraktion. Bitte. Ja, vielen Dank, Herr Vorsitzender. Meine sehr geehrten Damen und Herren, vielen Dank, dass Sie uns heute hier zur Verfügung stehen, um ein paar Fragen zu beantworten und ein paar Missverständnisse auszuräumen. Sie merken ja, dass die Stimmung hier heute bei uns deutlich freundlicher ist, als sie im US-Kongress im Juli war. Ihr Kollege David Marcus hat Ihnen ja wahrscheinlich davon berichtet, was da los war. Das liegt daran, dass der parlamentarische Brauch hier bei uns deutlich freundlicher ist. Das heißt aber nicht, dass wir in der Sache inhaltlich genauso skeptisch sind, mindestens genauso skeptisch sind, wie unsere Kolleginnen und Kollegen im US-Kongress. Sie haben das ja schon gehört, dass unser Finanzminister ausdrücklich die Möglichkeit erwägt hat, einen E-Euro zu schaffen, insbesondere auf die Antwort darauf, weil er diesen Markt, den Währungsmarkt, weder China, Russland, den USA noch privaten Anbietern überlassen will. Damit meint er Sie. Herr Peres, Sie sprachen eben in Ihrem Eingangsstatement davon, dass Sie eine unabhängige Institution sei. Die Libra Association sei unabhängig. Das ist natürlich falsch. Und wir wissen das auch alle, dass das falsch ist. Wie können Sie das behaupten, wenn im Juni diesen Jahres ausgerechnet das Unternehmen Facebook in ihrem Weißbuch überhaupt Libra erst in die Öffentlichkeit eingeführt hat? David Marcus, ein ehemaliger Mitarbeiter oder immer noch Mitarbeiter, das wissen wir nicht genau, weil der Laden zu intransparent ist, ein Mitarbeiter von Facebook, der jetzt für Libra auftritt. Und Mark Zuckerberg lässt sich heute damit zitieren, dass er bei seiner Anhörung heute im US-Kongress, der durch die Zeitverschiebung nach unserer Sitzung stattfindet, tatsächlich behauptet, er könne nunmehr nicht mehr frei aussagen, weil er ja nicht mehr in beruflicher Verbindung zu Libra stünde. Denn es seien jetzt zwei unterschiedliche Institutionen, Facebook und Libra. Das ist natürlich sehr, sehr unbefriedigend, nicht nur für die deutsche Öffentlichkeit, sondern auch für die amerikanische und wahrscheinlich für alle Öffentlichkeiten, die an einer stabilen Währung interessiert sind. Ich habe aber eine ganz konkrete Frage an Sie, die den privaten Datenschutz angeht, für den Fall, dass Ihr Unternehmen tatsächlich es wagt, auf den Markt zu kommen und diese privaten Daten, die Facebook sammelt wie ein Staubsauger, mit Ihrem Währungsinstitut zu verbinden. Wie können Sie uns garantieren, dass der private Datenschutz gewährleistet ist und es nicht dazu kommt, dass hier ein Exchange zwischen den beiden Unternehmen stattfindet, wie es mehrfach zwischen Facebook und WhatsApp und anderen Unternehmungen gekommen ist, die übrigens auch rechtlich geahndet wurden in der Europäischen Union und mit hohen Strafen bedroht sind. Vielen Dank. Zunächst, bevor ich auf die Frage eingehe, möchte ich etwas klären hier. Sie haben Fragen zu David Marcus erwähnt. David Marcus ist der Chef von Calibra, eine hundertprozentige Tochter von Facebook. Insofern ist er ein Beschäftigter von Facebook, so wie ich das auch bin, um das mal klarzustellen. Facebook hat das Libra-Projekt angestoßen und hat die Technologie entwickelt, Open-Source-Technologie entwickelt und hat dann aber die Kontrolle dieses Open-Source-Projektes aufgegeben und den anderen Mitgliedern der Libra-Association, eine Übersetzung,
übertragen. Wir sind eine von 21 Mitgliedern. Das ist am 14. Oktober geschehen, als weitere 20 Mitglieder sich dieser Association angeschlossen haben. Und deswegen ist es im Moment so, in diesem Stadium Calibra und Facebook gibt, die entsprechend erklärt haben, welche Pläne es gibt, um Libra zu starten. So, nun zu Ihrer Frage des Datenschutzes. Ich erkenne, wie auch andere Vertreter von Facebook an, dass wir bei Facebook in der Vergangenheit Fehler begangen haben in Bezug auf den Umgang mit Daten und den Datenschutz. Ich verstehe auch, dass wir das Vertrauen nicht nur der Politik wie von Ihnen wiedergewinnen müssen, sondern auch unseren Kunden in Bezug auf Datentrennung und Datenschutz. Wir sind sehr engagiert. Das Libra-Ökosystem ist ein offenes. Es bedeutet, dass Anbieter von Finanzdienstleistungen ihre eigenen Dienstleistungen auf Grundlage der Libra anbieten können, wenn wir unsere Pflichten der Datentrennung und des Datenschutzes nicht erfüllen können, dann werden die Kunden uns den Rücken kehren. Sehr einfach. Und wir gehen damit einen Misserfolg ein. Das heißt, es ist unsere regulatorische Pflicht, die in dem Libra-Ökosystem verankert ist, die zwingt uns praktisch dazu, die höchsten Standards und Erwartungen von Kunden weltweit zu erfüllen, insbesondere in Deutschland in Bezug auf Datenschutz und Persönlichkeitsrechte. Wenn der Markt das regulieren soll, dass Ihre Kunden Sie im Stich lassen, dann ist das ungefähr das schwächste Argument, das ich glauben kann, dass Sie mit den Daten richtig umgehen. Aber Herr Paris, nochmal meine Frage an Sie. Die Unabhängigkeit Ihrer Institution, das ist doch nur auf dem Papier so. No, it isn't. Nein, es ist es nicht. Seit dem 14. Oktober haben wir 21 Mitglieder, die aktiv in der Association sind. Jedes Mitglied hat die gleichen Stimmrechte, ob das Calibra oder andere Mitglieder sind. Keine Entscheidungen werden ohne eine Entscheidung des Rates getroffen. Jedes einzelne Unternehmen nimmt das sehr ernst. Sie sind dem Erfolg dieses Projektes verpflichtet. Zum früheren Punkt, ja, dieses Projekt entstand bei Facebook und Facebook, ja, hat dieses Projekt in das Projekt investiert und hat es angestoßen und hat sich auch bei der Schaffung dieses Vereins beteiligt, der Association. Aber jetzt ist es so, es ist eine Vereinigung mit 21 Mitgliedern, die ihre Arbeit ernst nehmen und die sich an der Verwaltung dieser Vereinigung beteiligen. Herr König, bitte, Herr König. Ja, vielen Dank erstmal für Ihre Ausführungen. Ich möchte Sie trotzdem aus meiner ersten Frage nicht so wirklich entlassen, die ich damals gestellt habe oder vor einer Stunde knapp. Es geht halt, wie gesagt, um Steuern. Sie sagten gerade eben, dass das Ecosystem ist offen für any financial service provider. Im weitesten Sinne sind Steuerbehörden ein financial service provider. Also wenn jetzt ein Staat und für Staaten, gerade die für Staaten, die sehr underbanked sind, wo ganz wenige Bankkonten vorhanden sind, ist so ein Modell, wie Sie es gerade machen, äußerst attraktiv, nämlich um unter anderem die Steuerbasis zu erhöhen. Wie würden Sie reagieren, wenn ein Staat, der eben halt nicht ganz so entwickelt ist wie Deutschland, wo jeder ein Bankkonto hat, plötzlich sagt, wir nutzen das unter anderem, um unsere Steuerbasis zu erhöhen und akzeptieren Steuerzahlungen in Libra? Well, that's a case that we haven't. Nun, das ist ein Fall, mit dem wir uns noch nicht beschäftigt haben. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Was sicher ist, ist, dass wir ein Compliance-System etablieren wollen. Ob das nun die Steuergesetzgebung angeht oder andere Formen der Aufsicht oder der Regulierung. Libra, und das ist in Bezug auf alle Vermögenswerte so, entweder elektronische oder Fiat-Geld, da müssen sich die Nutzer sozusagen ihrer Pflicht als Bürger und als Steuerzahler bewusst werden und ihre Steuern angeben oder ihre Einkommen und welchen Zahlungsmechanismen sie dafür nutzen, um Geld zu senden oder zu empfangen, ist eine individuelle Entscheidung. Jemand, der einen Wallet-Dienst anbietet auf Grundlage der Libra, muss natürlich dann auch verantwortlich handeln und muss sich aller Regelwerke bewusst sein in Bezug auf Regulierung, die beispielsweise den Finanzmarkt betrifft, die Steuerpolitik betrifft oder andere Formen der gesetzlichen Regulierung. Die Libra Association beschäftigt sich nicht direkt mit diesen unmittelbaren Verbraucherbeziehungen oder den Kunden. Insofern haben wir keine Meinung.
Aber wir glauben, dass das System diese Zahlungen möglich macht. Und dann muss jeder selber entscheiden, ob und wie man mit den eigenen Steuern umgeht, so wie das beispielsweise auch hier heute schon der Fall ist. So, dann haben wir noch die nächste Frage. Sie haben jetzt heute 2,4 Milliarden Nutzer. Und wenn man mal ganz offen ist, Libra wird, wenn Sie es nicht verbocken, halt wahrscheinlich der erste erfolgreiche Versuch, eine Konzernwährung zu etablieren. Werden aus Ihrer Sicht andere Konzerne wie Amazon oder Google folgen? Und falls ja, wie wollen Sie dem begegnen? So, first, I am thankful for the Zunächst bin ich Ihnen dankbar für, den, für Ihre Worte, dass es ein erfolgreicher Versuch wird. Ich glaube, wir müssen alle verstehen, dass, auch so wie es Herr Perez ja gerade gesagt hat, dass Libra und innerhalb als Serviceanbieter auch Calibra Probleme lösen können, Lücken schließen können, und zwar für Menschen, die einen Bedarf an diesen Lösungen haben. Wir glauben nicht, dass irgendjemand jetzt hier unter den Linden mit Libra ein Espresso bezahlen wird. Das wird nicht passieren, nicht sehr wahrscheinlich. Ne? Wir kümmern uns darum, dass Probleme, die Menschen haben, diese lösen können mit der Libra. Und es ist ein langer Prozess. Ich würde hier nicht die Libra als Konzernwährung bezeichnen, überhaupt nicht. Wir sind in Bezug auf die Geldpolitik abhängig vom Fiat-Geld, was von Regierungen, von Staaten herausgegeben wird. Insofern ist es eine Erweiterung, eine Komplementärwährung, eine komplementäre Münze, die es erlaubt, diese von Zentralbanken gemanagten Währungen zu nutzen. In gewisser Weise widersprechen, wenn Sie einen Namen an eine Zahlungseinheit ranmachen, dann nehmen die Leute das wahr als eigenständige Währung. Und sie werden in Facebook aufgrund ihrer Verbreitertheit ein gewisses Vertrauen haben. In dem Sinne ist es eine Währung, obwohl es formaltechnisch nicht eine Währung ist. Also wir sind davon überzeugt, dass das relativ schnell eine Währung wird oder als Währung wahrgenommen wird. It is hard to predict what the future will be. Das kann man schwer voraussagen. Es liegt in der Zukunft. Aber wir können Ihnen sagen, was unsere Ausrichtung anbelangt und was auch die Annahme dieser neuen Währung anbelangt, so wird das sicherlich Zeit brauchen. Wir sehen Libra nicht als eine Währung, aus den Gründen, die ich vorhin schon dargelegt habe. Und ich möchte auch noch einmal sagen, dass Libra, wie gesagt, ein offenes Ökosystem ist mit vielen verschiedenen Teilnehmern, auch aktiven Teilnehmern in diesem System. Und deswegen sehen wir das keineswegs als eine Unternehmenswährung, wie Sie es angedeutet haben. Für die FDP, Herr Schäffler. Meine Frage geht nochmal an die beiden Herren. Wie viele Libra-Coins wollen Sie denn ausgeben und in welchem Zeitraum? Das ist meine erste Frage. Und die zweite Frage, was machen Sie dann mit diesen Devisenreserven? Wo legen Sie die an? Streben Sie auch einen Notenbankzugang an? Also wollen Sie ein Notenbankkonto haben am Ende oder legen Sie das bei Geschäftsbanken an? Und wo auf dieser Welt werden diese Gelder angelegt? Es gibt keine Mengenbeschränkung bei der Libra, nicht wie bei anderen Kryptowährungen, bei Bitcoin. Es wird keine solche Beschränkung geben. Das hängt damit zusammen, wie die Nachfrage sich gestaltet. Je mehr Menschen Libra kaufen wollen, desto mehr Münzen werden wir ausgeben. Es gibt also keine Beschränkung. Um Ihnen eine Vorstellung davon zu geben, wie dieser Prozess vonstatten geht, die Libra-Assoziation wird einen Vertrag
Vertrag mit den entsprechenden Aufsichtsbanken, also Handelsbanken, treuhänderischen Banken schließen. Das sind diejenigen, die die Reserven unter ihrer Aufsicht verwalten, so wie sie das bei anderen großen Einrichtungen ja auch tun, und werden diese Fonds sicher verwahren. Was die Ausgabe der Libra anbelangt, der Münze anbelangt, werden wir mit autorisierten Verkäufern arbeiten. Das sind die einzelnen Möglichkeiten, diese Wiederverkäufer, die Münzen auf den Markt zu bringen. Und es gibt auch klar regulierte Unternehmen, die ausgewählt werden und die einem Vertrag unterliegen mit der Libra-Assoziation, die es tun können. Und diese autorisierten Händler sind eben, wie gesagt, reguliert, werden überwacht und haben dann ihrerseits die Möglichkeit, mit anderen Unternehmen Verträge abzuschließen. Und die sind diejenigen, die dann diese Libra wiederum verkaufen an den Endverbraucher, an die Endverbraucherin. Das ist die Idee dahinter, das ist der Mechanismus, wie wir ihn uns vorstellen, damit wir eben die Münzen überhaupt auf den Markt bringen können. Nachfrage, also den Währungskorb legen aber Sie an als Association. Und hier ist die Frage, welche Umsatzplanung haben Sie, um es mal konkreter zu sagen? Also, dass das nach oben hin offen ist, das ist mir bekannt, aber Sie werden ja irgendwie eine Umsatzplanung haben und daraus leitet sich ja dann auch ab, was tatsächlich eventuell an systemischen Risiken daraus entstehen. Denn wenn Sie 1 Milliarde anlegen, ist das ja ein Unterschied zu 100 Milliarden oder 1.000 Milliarden. Und deshalb, vielleicht können Sie da noch mal etwas konkreter sagen, wie viel das sein wird, nach Ihrer Einschätzung. This project is completely new, so it's es ist ein ganz neues Vorhaben. Ich kann Ihnen schwer sagen, in welche Richtung es gehen wird und was die Nachfrage sein wird. Zum jetzigen Zeitpunkt ist es sehr schwer, Ihnen darauf eine Antwort zu geben und eine Richtungsvorgabe zu machen. Wir sind ja, wie gesagt, noch am Anfang dieser Reise und wir sind noch nicht einmal beim Startdatum angekommen, es ist noch weit entfernt. Ich kann also keine klare Antwort darauf geben, auch nicht zu den Mengen. Aber noch einmal kann ich sagen, das Ganze wird gesteuert von der Nachfrage und von den einzelnen Use Cases, wofür die Kundinnen und Kunden die Libra einsetzen wollen. Aber um noch mal die Frage zu präzisieren, die Association legt aber dieses Geld bei den Banken an. Also der Währungskorb wird über die Association angelegt. Und hier die Frage, wo findet das statt? Findet das in der Schweiz statt? Findet das in Deutschland statt? Findet das in Singapur statt? Wo findet das statt? Wir gehen davon aus, dass wir diversifizieren, auch bei den treuhänderischen Banken. Es gibt mehrere und in unterschiedlichen geografischen Zonen. Nicht alle in der Schweiz, nicht alle in Europa. Wir werden natürlich auf den Ruf und die Widerstandsfähigkeit der Banken achten und werden auch darauf achten, dass es eine geografische Verteilung auch der Risiken gibt. Dann nochmal eine Nachfrage. Findet das Quotal zu dem Währungskorb statt? Also wenn jetzt 20% Euro im Währungskorb sind, sind dann auch 20% bei europäischen Banken angelegt. We will have European banks. Ja, es werden natürlich europäische Banken dazu zählen, aber ich kann jetzt mich nicht festlegen, wie die Aufteilung sein wird. Was allerdings klar ist, ist, dass jede Bank, ob es eine europäische oder eine andere sei, die mit Euro handeln kann, eben auch Euros aufnehmen kann, Euro-Investitionen aufnehmen kann, und wahrscheinlich sind das diejenigen auch, die wir dann auswählen. Für die Linke. Thank you, Chair. Mr. Perez, in a letter that I sent to Facebook, ich habe an Facebook
Vor einigen Wochen einen Brief geschrieben und Facebook hat mir geantwortet, wenn während einer Finanzkrise die Libra-Reserven mit Rabatt gehandelt werden, könnte es auch zu Verlusten kommen im Zusammenhang mit Rückkäufen von Wiederverkäufern. Es wurde also anerkannt, dass es dort Verluste geben könnte. Einfache Frage, die Mitglieder der Libra-Assoziation sind ja nur beschränkt zur Haftung verpflichtet. Wohin führt das? Could you quote again the letter? Können Sie das bitte noch einmal vorlesen? Es war sehr schnell. The letter states, if during a financial crisis, wenn während einer Finanzkrise die Einlagen der Libra-Reserve mit Rabatt gehandelt werden, könnte es bei der Libra-Assoziation zu Verlusten geben im Zusammenhang mit Rückkäufen bei Wiederverkäufern. Das hat Facebook Incorporated unterzeichnet. Ich weiß, das ist nicht dasselbe, aber dennoch. So, specifically on the language in the letter, we will have to check and get back to you. Das muss ich mir näher ansehen, was in diesem Brief steht, und da muss ich dann später darauf antworten. Ich glaube, eine solche einfache Frage sollten Sie auch jetzt beantworten können. Was geschieht mit Verlusten, wenn es Verluste gibt? Das können Sie nicht. Kann ich das so festhalten? Eine solche einfache Frage können Sie noch nicht einmal beantworten. Doch, das ist durchaus möglich. Aber die Frage ist, um welche Verluste geht es? Die Reserve wird ja aus Währungen und sehr kurzfristigen Wertpapieranlagen bestehen. Wenn der Wert der Wertpapiere abnimmt, dann sind das kurzfristige, liquide Regierungssicherheiten. Wenn es dort Verluste gibt, Staatsanleihen, dann werden natürlich die Mitglieder für diese Verluste gerade stehen müssen. Das sind aber kurzfristige Anleihen von bekannten Regierungen, und deswegen wissen wir, was die Auswirkungen sein werden. Und das sollte deswegen eher selten vorkommen. Und die Libra-Assoziation wird nicht in Wertpapiere anlegen, die negative Zinsraten mit sich bringen. Wenn es nun Wechselkursschwankungen geht und Verluste daraus, dann ist das ja bei jeder Schwankung mit jeder Währung der Fall, dass das vorkommen kann, und ist natürlich ein Risiko desjenigen, der die Libra Währung in Händen hält, der Besitzer. Dankeschön. Also Sie werden nur die entsprechenden Staatsanleihen ankaufen, die aber sehr geringen Ertrag haben und vielleicht auch negativen Ertrag. Aber gut, das lassen wir ja immer so stehen. Sie haben Herrn Bayaz geantwortet, dass Sie nicht in der Lage sind, jetzt in das Detail zu gehen, mit welchen deutschen Unternehmen Sie im Kontakt stehen. Aber sind Sie mit Wirecard in Kontakt? Können Sie darauf antworten? Kein Kommentar. So you cannot say a no. Sie können also nicht Ja oder Nein sagen. Nein, ich kann weder Ja noch Nein sagen. Danke, das war eine sehr aufschlussreiche Antwort. Ich möchte Sie nun noch bitten, ob Sie ausschließen können, dass Daten, die Calibra nutzt, auf dem gleichen Server gespeichert werden wie Facebook-Daten. Und können Sie damit ausschließen, dass Calibra ihrerseits Daten von Facebook bekommt? Denn andere, in der anderen Richtung haben die es nicht ausgeschlossen. Können Sie uns dazu bitte etwas sagen, ob Sie auch die andere Richtung ausschließen? Wir haben uns verpflichtet, Daten zu trennen, Finanzdaten von Calibra und Kontendaten von Calibra nicht zu vermischen mit sozialen Daten aus Facebook. Das gilt für beide Richtungen, mit den Ausnahmen, die wir vorhin ja schon dargelegt haben, im Bereich Verbrechen, im Bereich Finanzen. Was die technische Umsetzung der Datentrennung anbelangt, so nutzen wir eine Reihe von unterschiedlichen Techniken. Das ist manchmal relativ kompliziert, und bisweilen haben wir vollkommen neue Plattformen getrennt geschaffen, denn das ist die einzige Möglichkeit, das tatsächlich zu trennen. Aber Sie nutzen nicht die gleichen Server? Das habe ich noch nicht geantwortet. Manchmal brauchen wir Verschlüsselung. Und dort ist dann ebenfalls die Möglichkeit für eine klare Trennung gegeben. Dann würden wir die gleichen Server nutzen können. Vielleicht könnten Sie auch auf die Frage von Herrn Schettler eingehen, ob Sie vorhaben, Konten bei einer Zentralbank einzuführen. Right now,
Zum jetzigen Zeitpunkt gibt es keine Möglichkeit für uns, bei Notenbanken ein Konto einzurichten. Das gilt ja nur für Handelsbanken, für Geschäftsbanken. Aber wenn die Europäische Zentralbank der Ansicht ist, dass wir da einen direkten Zugang brauchen, um den Euro-Teil unserer Reserve direkt dort zu hinterlegen, bei der Europäischen Zentralbank, dann sind wir auf jeden Fall offen dafür und werden das entsprechend tun. So, und als nächstes hat das Wort Herr Dr. Bayers von Bündnis 90 Die Grünen, bitte. Getting back to the question, when you invest in assets, and Mr. De Masi is absolutely correct. Herr De Masi hat recht, wenn er sagt, dass Sie bei den Investitionen, die Sie tätigen, sehr geringe Zinsen nur erwarten können. Aber vielleicht kommen wir irgendwann wieder zu einer normalen Lage zurück. Da ist aber die Frage, was geschieht mit den etwaigen Zinseinnahmen, insbesondere denjenigen, die eben anschließend bei Ihnen landen. In welchen Taschen geht dieses Geld? In welche Taschen geht dieses Geld? Am 14. Oktober wurde noch einmal die Frage gestellt, was denn nun die nächsten Schritte sein sollen. Was haben Sie am 14. Oktober aus den Unterhaltungen an Schlussfolgerungen ziehen können? Antwort: Die Erträge der Reserve werden genutzt, um den Betrieb der Assoziation zu gewährleisten. Und wenn es dann noch immer Rücklagen gibt, noch weitere Gelder gibt, so werden die genutzt, um Projekte unserer Mitgliedern zu fördern und unserer Sozialpartner zu fördern, denn wir wollen bei Ihnen gemeinsam tätig sein für finanzielle Inklusion und wir glauben, dass diese Nichtregierungsorganisationen unter Umständen die besten sind, um tatsächlich etwas zu bewirken, wenn es um finanzielle Inklusion geht. Wir werden dort also durchaus Finanzmittel bereitstellen und wenn dann immer noch etwas übrig bleibt, dann werden diese Dividenden den Mitgliedern der Assoziation zurückgezahlt, um Infrastrukturkosten beispielsweise zu tragen. Denn die Libra-Blockchain braucht natürlich Server, braucht Infrastruktur, braucht Maßnahmen zur Cybersicherheit, braucht Einrichtungen, in denen das Netzwerk funktionieren kann. Und das bringt natürlich Kosten mit sich. Also würden diese letztendlichen Überbleibsel dann sozusagen den Mitgliedern wieder zurückgegeben. Excuse me. So, yes, on October 14th we had the Am 14. Oktober haben wir die erste Generalversammlung abgehandelt, Hauptversammlung abgehandelt mit 21 ursprünglichen Mitgliedern. Wir haben uns auf eine Charta für die Assoziation geeinigt. Wir haben einen Vorstand gewählt mit fünf Direktoren, die über Wahl aus den 21 Mitgliedern bestimmt wurden. Das war der Beginn der Assoziation als eine unabhängige Einrichtung. Die nächsten Schritte werden dann neue Mitglieder sein. Alle Unternehmen, die Interesse ausgedrückt haben, der Assoziation beizutreten, können Mitglieder werden. Wir müssen natürlich definieren, was die Kriterien sind für uns, sodass wir eine Auswahl treffen können in der Liste der Bewerber, entsprechend bestimmte Kriterien und diese neuen Mitglieder auswählen und sie bei uns begrüßen. Das Ziel noch einmal ist es, diese 21 Mitglieder, wenn wir Libra starten, wollen wir etwa 100 sein. Das Ziel ist es also, dass wir wachsen auf eine sehr diverse Art und Weise. Das gilt sowohl geografisch als auch was die Art der Dienstleistungen anbelangt, die diese 100 Mitglieder dann bieten werden, wenn wir bereit sind zu starten. Vor kurzem sind wir nach China gereist, eine Delegation unseres Ausschusses, und haben dort gesehen, dass dort ähnliche Aktivitäten zu verzeichnen sind. Gab es da von privater oder von staatlicher Seite etwas, was Sie wissen? Wir haben keine chinesischen Mitglieder in der Assoziation, aber Sie haben natürlich absolut recht mit dieser Bemerkung. China war dort sehr aktiv und schon seit langem. Sie wollen dieses Projekt seit langem schon umsetzen. Nach Presseinformationen sind Sie, glaube ich, fast bereit, Ihre eigene Kryptowährung auf den Weg zu bringen. China ist bei elektronischen Diensten
Dienstleistungen im Land sehr weit fortgeschritten. Sie können dort WePay-Applikationen nutzen, um alles Mögliche in China selbst damit zu bezahlen. Es gibt innerhalb Chinas also nur sehr wenig Raum für eine Blockchain-basierte Technologie. Es geht also darum, das Ganze nach außen zu bringen, außerhalb Chinas. Ja, das führt uns natürlich mit Sorge. Wir haben aber keine Verbindungen zu ihnen. Wir haben keine Gesprächspartner auf der chinesischen Seite. Ich habe eine Instagram-Story begründet. Das nutzen ja auch viele Politiker und habe dort die Follower gefragt, ob die deutsche Regierung Libra einführen soll, ja oder nein. Und 90% haben im Übrigen mit Nein geantwortet. Das ist natürlich nicht repräsentativ, das will ich gerne zugeben. Es wird ohne Mikrofon gesprochen, daher keine Übersetzung. So first, let me just agree that Instagram is a great application. Ja, Instagram ist natürlich was ganz Tolles, da bin ich ganz Ihrer Meinung. Financial stability, wenn es um Finanzstabilität geht, the real level of the risk. Können wir hier noch einmal ganz klar sehen, was die Risiken sind. Wenn 90% keinen Grund sehen, Libra zu nutzen, was ist dann hier tatsächlich das Ausmaß der Dinge? Wir sehen, wie groß der Berg ist, bis die Menschen wirklich massenhaft Libra akzeptieren würden. Wir sind auf die Uhr blicken, am Ende unserer öffentlichen Anhörung angekommen. Es ist mehrfach angeklungen, dass wir sehr weit am Anfang dieses Prozesses stehen und dass noch viele Fragen offen bleiben. Darum werden wir uns auch noch häufig mit der Thematik beschäftigen. Ich darf mich ganz herzlich bedanken bei Herrn Perez und bei Herrn Barrell, dass Sie uns heute Rede und Antwort gestanden sind. Ich darf mich bei allen Zuhörerinnen und Zuhörern bedanken, bei den Dolmetschern, bei allen Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Technik und darf ganz herzliches Dankeschön sagen meiner Kollegin Frau Stark-Watzinger und den Mitgliedern des Finanzausschusses, dass es so gut geklappt hat, heute zusammen diese öffentliche Anhörung durchzuführen. Ganz herzliches Dankeschön. Sitzung ist hiermit beendet. Ich wünsche Ihnen einen schönen Abend. Dankeschön.